Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Oh, wie man vielleicht sehen kann, wahrscheinlich nicht, ich hoffe nicht, weil das Licht sehr hell ist und meine Haut etwas dunkler und man dementsprechend Augenschatten und derlei Dinge vielleicht manchmal nicht ganz so schnell sieht, bin ich extrem krank. Oder bei die Fische. Ich bin krank. Ich fühle mich scheiße, ich sehe scheiße aus. Nichtsdestotrotz ist heute Donnerstag und Donnerstag lade ich ein Video hoch. Und ich dachte mir, weil ich krank bin, Gamescom sei Dank, ich hatte das Privileg, mich mal wieder anstecken lassen zu dürfen. Passiert ja so selten, wenn man nie rausgeht aus einem Fitnessstudio und zum Einkaufen. Und deswegen dachte ich mir, weil ich halt krank bin, mache ich es mir mal leicht mit Content. Und spreche über eine Thematik, die hinreichend erörtert wurde, ich aber auf meinem Kanal noch nie wirklich angefasst habe. Und zwar Lawine Prachtmann. Und als guter Vasall, der ich ja bin, habe ich natürlich Meister Nero gefragt, ob ich eventuell mich auf seine Videos beziehen kann. Und da möchte ich an der Stelle direkt auch nochmal der Nostalgie willen an euch appellieren. Guckt euch nochmal seine Videos durch. Dementsprechend werde ich hier nochmal für mich aufarbeiten, zusammenfassen, vielleicht sogar mehrere Teile machen. Warum ich glaube, dass Frau Praline Flachmann eine der meistgehasstesten und das zu Recht Influencer auf diesem unserem Planeten ist. Zeitnot an der Stelle. Ich habe vor einem Jahr angefangen, aktiv YouTube Deutschland zu verfolgen. Ich habe vorher eher Amerikanisches geguckt, so eher so Fantasy und... Ne, ich meine, Anime und sowas. Dementsprechend waren mir Menschen wie Aline Bachmann nicht wirklich bewusst. Ich habe nie von denen mitbekommen. Bis ich dann auf Just Nero gestoßen bin. Und ich bin doch ein wenig schockiert gewesen, dass es solche Menschen gibt. Ich lebte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich von der Frau Krachmann gehört habe, in einer besseren Welt. In einer glücklicheren Welt. Aber zum Glück, sonst hätte ich natürlich große moralische Probleme mit diesem Thema, hat Frau Bachmann Folgendes gesagt. Ich finde es sehr, sehr lustig und spannend, wie viele versuchen, über meinen Namen irgendwelche Klicks zu machen. Und deswegen werden wir genau das tun. Denn Lachen ist bekanntlich gesund und Spannung hilft gegen Langeweile. Fangen wir also in der flachmännischen Hierarchie etwas niedrigschwelliger an und gehen in ein Thema rein, das aufzeigt, wie gewaltig, enorm und auch selbst sabotierend die bachmännische Doppelmoral eigentlich ist. Und ich habe da eine Perle herausfinden können, da musste ich, da kam ich, da wollte ich... Da werde ich aus dem Schmunzeln niemals rauskommen. Bachmann hat bei einer kleinen Schmucklinie, Amisati Jewelry, Gott, dieses Wort, ein Sponsoring angefragt. Sie hat die nette Dame angeschrieben, dass sie gerne ihre Produkte bewerben würde, weil sie die ja so toll findet. Und weil die so Töfte sind, verlange sie nicht mal Geld dafür. Sympathisch, oder nicht? Die junge Dame hat sich so sehr darüber gefreut und gehofft, dass der Schmuck bei Alines Followern toll ankommt. An der Stelle ist natürlich zu erwähnen, dass gerade Influencer mit sehr großer Reichweite sind, für gerade kleine Brands ein sehr attraktiver Werbepartner. Und das selbst, wenn es keine bezahlte Werbung ist. Auch wenn ein großer Influencer, eine große Influencerin deine Produkte nur trägt, kann das ganz oft zu Interaktionen kommen wie, woher hast du XYZ her? Was automatisch bedeutet, dass diese Person eine wandelnde Werbefläche ist, was du ja als kleine Brand liebst, weil du dafür kein Geld bezahlst und Riesenreichweite geschenkt bekommst. Deswegen an der Stelle vielleicht nochmal kurz Mehrwert in einer Debatte, die gerne geführt wird. Selbst wenn nicht aktiv von Influencern Werbung gemacht wird für Produkte, wofür sie Geld bekommen, machen sie aktiv Werbung für besagte Produkte, die sie als Teil ihrer Vlogs und was weiß ich was tragen und zeigen. Also die Leute, die meinen, ja, aber die macht das ja umsonst. Nein. Nein, nein, auch unbezahlte Werbung ist richtig gute Werbung. Deswegen freuen sich auch kleine Unternehmen darüber, wenn Influencer auf sie zukommen und fragen, ob sie deren Produkte for free tragen in ihren Videos und was weiß ich. Weil es Werbung ist. Obviously. Wer das nicht sieht, ist lost. Als Amisati Bachmann den Schmuck zugeschickt hat, wollte die natürlich auch wissen. Ey, yo, wann machst du das Placement überhaupt? Aline antwortete ungefähr wie folgt, hoppala, da ist mir aber jetzt was dazwischen gekommen. Falls sie halt überhaupt geantwortet hat. Irgendwann fing sie nämlich an, die Schmuckhändlerin eiskalt zu ghosten. Das heißt, sie ignoriert Amisati, ohne irgendeinen Grund anzugeben, komplett weg. Ja, wirkt fast so, als hätte sie nie vorgehabt, da ein Placement zu machen. Wirkt ein bisschen so. Warum aber nehme ich genau dieses Beispiel als niedrig hängende Frucht? Der Plot-Twist kommt aber noch. Amisati hat die Geschichte erzählt, ohne irgendeinen Namen zu nennen. Wie komme ich jetzt darauf, dass Aline das gewesen sein könnte? Nun ja, Aline hat die Geschädigte angeschrieben, dass das, was sie gesagt hat, bereits auf dem Tisch von ihrem Anwalt liegt. Aline hat das zum Anwalt gebracht, nicht Amisati. Wie lost kann man sein? Sie hat sich einfach selber hops genommen. Wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte sie sich doch auch nicht angesprochen fühlen müssen. Um den ganzen die Krone aufzusetzen, hat Aline noch ein Statement gemacht, indem sie das Ganze thematisierte. Von wegen, da will jemand ihren Ruf schädigen. Wir halten also fest, Aline Bachmann
Schreibt eine Person an und verspricht ihr ein Placement mit ihrer gewaltigen Reichweite. Bekommt die Produkte und erbringt dann nicht die Leistung, die sie versprochen hat, für die sie die Produkte bekommen hat. Die geschädigte Person, die gerade um ihre Produkte gescammt wurde, für eine Leistung, die sie nicht bekommen hat, spricht darüber, wie sie von einer anonymen Person gescammt wurde. Woraufhin Aline Bachmann diese betroffene Person, mit der sie ja vorher nicht mehr kommunizieren konnte, nachdem sie ja Produkte bekommen hat, für die sie die Leistung nicht erbracht hat, die sie erbringen wollte, unterstellt dann der Person, du erzählst Lügen über mich, Anzeige ist raus. Dieser ganze Fall liegt bei meinem Anwalt auf dem Tisch. Wobei besagte geschädigte Person keinen Namen genannt hat. Warum? Warum zieht man sich den Schuh an, wenn man nichts getan hat? Aline Bachmann in der Nutshell. Aktion folgt auf Reaktion und ihre Reaktion auf die Aktion. Das gibt eine Anzeige. Weiß ich nicht, ob solchen Menschen einfach der Zugang zu Kausalzusammenhängen nicht geläufig ist. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Thema, das ein wenig ernster ist und gerade auf einer zwischenmenschlichen Ebene deutlich stärker zu verurteilen ist. Und da bin ich tatsächlich schockiert gewesen, dass wirklich manche Menschen so innerlich moralisch verkommen und menschlich hässlich sind, dass sie tatsächlich in Erwägung ziehen, die folgenden Dinge, die wir gleich sehen werden, zu sagen, um andere Menschen zu schaden, die sie gerade in der Vergangenheit als Weggefährten gezählt haben. Meiner Meinung nach entlarvt sich dieser Mensch an der Stelle komplett selber. Und ich begreife bis heute nicht, wie irgendjemand Empathien bezüglich ihr als Mensch legen kann. Hierbei sprechen wir selbstverständlich, um die Worte von Just Nero hier einfach in dem Kontext nochmal zu reproduzieren. Von Schlimmste, was Aline je über ihre Lippen gebracht hat. Um das Video von Just Nero, das in der Videobeschreibung verlinkt ist, kurz zusammenzufassen. In dem Video geht es darum, dass der Ex-Freund von Aline Bachmann mit seiner aktuellen Freundin im Video Aline Bachmann konfrontiert bezüglich eines Konfliktes, der dessen soziales Umfeld betrifft und von Aline Bachmann ausgeht. Hier liegt etwas, was nicht geleakt werden sollte und benutzt das dann als Angriff. Seid vorgewarnt, hört selber. Alles, was du in deinem Heim gelernt hast, wurde sich in den Arsch haben in deinem Kinderheim, hä? Wie wurdest du als Kind vergewaltigt? Ist schön. Allein diese eine Aktion würde meiner Meinung nach jegliche Antipathie gegenüber Aline Bachmann rechtfertigen. Die privaten, höchst verletzlichen Informationen, die ihr Ex-Freund ihr innerhalb deren vergangenen Beziehung gegeben hat, zu instrumentalisieren, um ihn auf eine so ekelhafte, böswillige, fast schon krankhaft perverse Art zu schädigen, ist beyond me. Es ist völlig legitim, mit Ex-Partnern zu brechen und diese Menschen jetzt nicht mehr in seinem Leben sehen zu wollen. Völlig legitim. Man muss nicht im Guten auseinandergehen. Aber eine dermaßen traumatisierende Information zu nehmen und in einem Livestream der Person so dermaßen widerlich ins Gesicht zu drücken, um sie halt, um den Charakter der Person zu diffamieren und kaputt zu machen, in der Öffentlichkeit niederzumachen, ist selten. Ich habe selten etwas Böswilligeres gesehen. Ich habe selten etwas Ekelhafteres gesehen. Wirklich, beim besten Willen. Und da sind rassistische Anfeindungen und derlei Dinge, die ich schon ertragen durfte, sind nichts im Vergleich zu dieser Art von gezielter Böswilligkeit. Verstehe nicht, wie man so sein kann, beim besten Willen nicht. Ich mag auch ganz, ganz viele Menschen. Völlig legitim. Aber so eine Information vor einem hunderte starken Publikum wiederzugeben, nur um die Person zu treffen, ist so eklig. Das ist so schwach. Und das allein rechtfertigt meiner Meinung nach schon jeglichen Hate, den diese Person bekommt. Das allein. Wie kann man denn so antisozial sein? Wie kann man so unempathisch sein? Wie kann man so unmenschlich sein? Solche Aktionen sind per Definition unmenschlich. Die Person ist bei mir da schon unten durch. Mit so jemandem, die könnte man mir auf den Bauch schweißen und ich würde mich losrosten. Begreife ich null, wie man so drauf sein kann. Diese zwei Themenpunkte reichen schon aus, um diesen Menschen als schrecklichen Menschen abzustempeln, mit dem man sich bloß niemals befassen, geschweige denn jemals verteidigen sollte, wenn man es dann vermeiden kann. Und das ist nur die Oberfläche. Das waren nur die Dinge, die auf einem persönlichen Level face-to-face zwischen zwei Personen passierten. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der Eisberg geht so viel tiefer, dass so viel mehr passiert. Unter anderem die böswillige Missgenderung von Persia X. Beispielsweise wurde Persia X im Stream absichtlich die ganze Zeit mit er angesprochen. Persia X ist ja transsexuell und hat ihr Geschlecht angleichen lassen. Daher ist es natürlich ganz klar eine Beleidigung, sie mit er anzusprechen. Mal abgesehen davon, dass es einfach absolut dumm ist und auch gar keinen Sinn macht. Ich meine, du zeigst einfach nur, wie dämlich du bist. Das Ganze argumentiert sie dann damit, dass Jan ja noch angeblich ihrem Pass steht und sie daher noch Jan heißt. Was allerdings auch nicht der Fall ist, da das schon geändert worden ist. Ich meine, abgesehen davon würde das einfach maximal gar nichts ändern. Das ist einfach transphob und die unterste Schublade. Mal ganz abgesehen davon, dass das einfach nur beleidigend ist, beleidigst du damit ja nicht mal nur sie, sondern jeden Transsexuellen. Dass man Menschen wie sie böswillig missgendert
gegendert, so, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone. Dass du eine Person, die sich als Frau fühlt, als Frau gelesen werden möchte, chirurgisch angleichen lassen hat an eine Frau, auch bitte als Frau bezeichnest. Du brichst dir damit keinen Zacken aus der Krone. Und das einfach nur zu machen, weil du weißt, dass das die Person verletzt. Das ist ekelhaft. Oder unter anderem auch die Aktion, wo sie Leute mit dem N-Wort beleidigt. N-Bomben-Jonglage. Aline Bachmann droppt gerne mal die N-Bombe. Das Ganze kam halt nicht so gut an, weil es nicht einmal als Zitat oder sonstiges war, was auch schon kritisch wäre. Nee, eher so im beleidigenden, abwertenden Kontext. Jemand hat gesagt, dass sie nur Schrott ist. Darauf entgegnete sie AN mit einem I und 2G. Wer bist du, dass du mir vorschreiben kannst, was ich esse? Ich sag dir doch auch nicht, wann du scheißen gehen sollst. Sie hat wegen der Aussage mehrere Statements gemacht, hat sich entschuldigt und meinte in einem sogar, sie würde das N-Wort ja nie wieder sagen. Naja, nur leider hat sie das N-Wort nicht N-Wort genannt, sondern ausgesprochen. Und das mehrfach. Sie entgegnete gekonnt, sie könnte ja gar keine Rassistin sein, weil, ja, weil sie Michael Jackson toll findet. Ja, auch das ist passiert. Natürlich macht sie sowas. Natürlich macht sie sowas. Die Frau besitzt so viel Feingefühl wie ein Vorschlaghammer durch eine Glasvitrine eines Porzellanladens. Und nein, die Tatsache, dass du einen schwarzen Musiker magst oder irgendwelche Produkte von schwarzen Menschen magst, gut heißt, oder schwarze Menschen kennst, ist kein Gegenargument für deine Rassismen. Ist kein Totschlagsargument, um zu sagen, dass du kein Rassist bist. Obviously not. Aber das ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal die, ich kann kein Rassist sein, ich habe einen schwarzen Freund, ich kann kein Rassist sein, mein Nachbar ist schwarz. Und es gibt so unglaublich viel mehr. Luckily, Just Nero dokumentiert auf seinem Kanal sehr viel darüber. Dementsprechend könnte man dazu auch noch mehr machen. Dazu kann ich noch hinzufügen, folgt mir auf Instagram. Auch möchte ich noch sagen, das war mehr oder minder mein Versuch, möglichst leichten Content zu machen, da ich krank bin und nicht wirklich den Headspace habe, aufwendigen Content zu machen mit viel Schnittarbeit und der Dinge. Deswegen, es tut mir leid, wenn das eurem Qualitätsanspruch nicht gerecht wurde. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich ein wenig gesünder und habe mehr Kapazität und zumindest weniger Gründe, euch wegen meiner mangelnden Qualität zu enttäuschen. An der Stelle kann ich nur sagen, trink genug Wasser, ess genug, treib Sport und mach all das richtig, was ich falsch mache. Und wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich, wenn ich wieder gesund bin.